Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play und auch jetzt zum letzten Part, weil ich will ja das Video und vielleicht dieses Projekt zu Ende bringen. Ich habe euch jetzt soweit eigentlich alles gezeigt vom Spiel, was es eigentlich zu zeigen gibt, wie man hier das aufbaut und ja, was es für eine Arbeit ist, das kleine Städtchen hier mit Dorfbewohnern am Leben zu halten. Das brauche ich, da braucht man wirklich diese riesige Menge an Industrien und landwirtschaftlichen Gebäuden, und das da wirklich zufriedenzustellen. Trotzdem habe ich noch eine Menge Mangel an Arbeiter, die ich nicht bekomme, weil es einfach nicht ausreicht, weil ich es einfach nicht zufriedenstellen kann. Es gibt zwar noch Gebäude wie zum Beispiel jetzt, doch, gibt es zum Beispiel noch hier so magische Sachen. Ich hoffe, ich es leider nicht zeigen können, was es hier so mit Magie zu tun ist. Aber naja, das muss jetzt nicht unbedingt. So, hier verschiedene Sachen hier von. Hier mit den Bogenschützenkampf. Erhöht den vom Bogenschützenkampf Schwellenwettern und Schütztürmen. Schütztürmen. Okay, wow, oh mein. Na gut, weil ich das so jetzt nicht brauche. Einfach nur hier. Oh. Fertig. Ich habe auch, ich muss dann leider nochmal von vorne anfangen, deswegen muss ich euch nicht, wieso ich. Wieso ist die, wieso ich fürs nur 4 habe, wahrscheinlich 6 oder 8, ich weiß nicht, was ich vorhatte. Aber ich habe jetzt die maximale Anzahl an Bogenschützen oder an Truppen allgemein bekommen. Steht hier, maximale Trupps ist erreicht. Das heißt, man kann nicht 80. Ich komme von der Arbeit. Also man kann leider nicht 80 Truppen haben, was ich nicht schade finde. Ich hatte gehofft, dass ich so 80 Bogenschützen in den Kampf schicken kann, aber nee. So, dann werden wir es mal sehen. Hier bin ich, der Hase. Das ist der kürzeste Weg und damit haben wir jetzt sogar den Minus. Sie haben sie gekauft. Also angreifen. Herr zu Hause. Mal gucken, was das so bringt. So, muss ich weiter hier laufen halten. Sorry für die Unterbrechung. So. No, ich glaube nicht. Das dauert nur ein bisschen. Ist ja auch cool, dann kann man sogar sehen, wo die Truppen hinlaufen. Aber hier Stadt. Ich hätte zwar auch die Karte hier irgendwie vollballern können mit jede Menge Einheiten und bla. Aber es war mir jetzt irgendwie. Weiß ich nicht. Dafür ist das Spiel sicherlich gemacht, um die ganze Karte auszunutzen. Aber naja. Ich habe sogar noch eine Errungenschaft bekommen. Wir haben die Schlacht von gewonnen. Sie waren im Vorteil. Wir haben ihnen dennoch den Sieg geklaut. Jeder Überlebende erhält 200 DP. Kriegsbeute 10.000. 16 Ladungen
Wein und Ruhm 500. Opfer sein seitens des Beschützers. Oh. Opfer seitens des Angriffes. Oh. Die hatten doch ein paar mehr Verluste. Moment, ich muss jetzt mal gucken. Verschieden. Die Notwendigkeit, uns die Kontribution zu zahlen, ist der einzige Grund, weswegen euer erbärmliches Reich noch existiert. Wir verlangen von euch, will er mich eigentlich verarschen? Die Frage war noch. Keine Ahnung. So viele Büsche sind es eigentlich gar nicht. Ich bin wieder auf zu frischen. Jetzt laufen das hin und klauen den ganzen Alkohol. Wundert mich ziemlich. Und hey, unsere siegreiche Trupps sind aus zurückgekehrt. Lobet den Helden. I'm here, my lord. I'm here, my lord. Jetzt laufen wir sicherlich dir wieder hin. I'm here, ja? My lord. I'm here, 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 my lord. Hallo, unser guter Nachbar. Wir haben ein neues Projekt angefangen und würden uns auf eine bisschen Hilfe mit Ressourcen freuen. Können ihr 8 Ladung Eier mit uns teilen? Wir könnten das Monate warten. Wir haben. Nee, geht nicht. Oh nein. Warte, ich bin Kopf. I'm here, my lord. Aber ich würde mich jetzt ein bisschen mit den Fingern nochmal einen einzugreifen. Und zwar den da oben. Aufzeig abgeben. Ich finde. Wir fühlen uns genötigt, euer Auftrag
Verehrte Nachbarn, es gibt wohl keinen Grund dafür, dass wir uns euch gratis liefern, nicht wahr? Verdammt. Na gut, dann klaue ich sie mir. Ja, genau, ich habe ihn da nur gefragt, mein Freund. Kleiner Wichser. Ist man mal freundlich, was so irgendwie man. Aber dann fragen die einen und dann ist es mal normal, dass ich auch mal frage, was ist. Das ist eine kurze Antwort. Und so noch. Das ist doch echt nicht gerecht. Das ist so gut. Wie im Leben. Man hilft Leuten, aber wenn man selber Hilfe braucht, lässt man das andere einfallen. Das ist doch immer so. Also greife ich den auch nochmal an. Dann würde ich sehen. Dann ist aber auch hier mit dem Projekt das Ende erreicht. Und es kommen andere Spiele rein. Aber ich habe ungefähr in der gleichen Aufbauung wieder, dass ich so Strategie aufbau spiele. Ich wollte eigentlich. Eigentlich wollte ich Landwirtschaftsgigant aufnehmen, aber der Server oder meine Firewall oder eigentlich das Internet spinnt irgendwie, so komme ich nicht auf den Account von mir drauf. Wobei ich mich frage, wieso nicht. Mit meiner Firewall ist alles in Ordnung. Ich hätte sie sogar ausgeschaltet, um mich jetzt noch anzumelden, aber es will irgendwie nicht. Internet habe ich, sonst könnte ich Spiele nicht runterladen, geschweige über YouTube hochladen oder YouTube irgendwann überhaupt gucken. Aber naja, das ist die Technik. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Ah, sind sie gleich da. Nehmt bitte als Tribut mal her die nächste Lieferung erfolgt hinzu. Ja, Mann, so muss das doch sein. Ich bekomme Geld von den anderen Spasten, die mir nie helfen wollen. Und schon wieder Sieg. Unsere Soldaten haben überlegende Kämpfe, Kräfte des Feindes besiegt. Jeder Überlebende erhält 270 IP. Kriegsbeute, was sind das alles für arme Städte? Ich habe hier schon fast 500.000 und die dümpeln damit. Es kommt vielleicht so 50.000 oder so rum, deswegen nehmen wir auch nur so viel da an. Von Kleidung und Ruhm. Kurz verschieben. Ich muss kurz Anlage bauen. Ach ja. Super. Jetzt habe ich schon zwei Städte unterworfen. Annehmen. Und das ist genau so, wie es sein soll. Wunderbar. Ist auch geil.
Versalfern. Wie lange geht das überhaupt mit der nächsten Übergabe findet statt? Wir übergeben Ihnen 9000 als Tribut. Die nächste Übergabe ist. Ihr könnt dann ausgeben, um Ihnen das Bonus von 11 gegenüber uns zu geben. Ihr Reichtum 99. Ihre Macht. Ja. Feindliche Kultur 15. Wir haben ihre Auftrag ausgeführt. 22. Mit Angriffen. Minus 20. Ja, und sie gehören mir. Sie sind jetzt meine Bimbos. Und müssen für mich arbeiten. Das heißt, sie müssen genügend Geld anschaffen und es mir zahlen. Wir mögen uns nicht. Ja, ich mag sie auch nicht. Deswegen haben sie ja auch angegriffen. Das ist auch eine Idee. Sie liefern mir jedes Mal 35 Ladung Kleidung. Das ist ja mal ein interessanter Tribut. Der gefällt mir. Ohne Scheiß, der ist geil. Ja, die Macht. Herrscher von. Gut, jetzt muss ich immer noch die angreifen, dann hätte ich jetzt die gesamte Insel oder die gesamte Insel. Da meine Fittiche. Bin ich hier der alleinige Herrscher. Aber nee, das mache ich jetzt nicht. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Und wünsche euch, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, euch einen haufenweise Spaß dabei. Und ich hoffe, dass es euch besser gelingt als mir, die Dynastie am Laufen zu halten und euer Volk ein bisschen größer wachsen zu lassen als ich. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.